Hallo und herzlich willkommen, alle Zuschauer, bei den Tux-Tagen 2021. Ja, mein Name ist Jean, ich bin nicht alleine da. Mein Name ist Lars. Ich moderiere das heute hier zusammen mit dem Sean heute und morgen. Ja, ich hoffe auf eine tolle Zeit. Wir haben eine unglaublich große Veranstaltung dieses Jahr. Also teilweise, ich glaube, schon fast doppelt so viele Vorträge wie letztes Jahr, was uns unglaublich freut. Haben tatsächlich dann nochmal ein paar Vorträge reinbekommen, die wir eigentlich noch gerne drin gehabt haben wollten, aber einfach die Ressourcen jetzt, ich sag mal, ausgeschöpft sind. Das freut uns unglaublich. Und allen Zuschauern ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr jetzt schon so zahlreich da seid. Ich sehe auf der Webseite haben wir gerade schon um die 50 Zuschauer und das, ja, wo hier noch gerade zwei Trottel sitzen und eigentlich noch gar nicht so viel machen. Also freut uns richtig. Und ja, wir haben zwei vollgepackte Tage. Also wir haben einmal jetzt natürlich am Anfang, was uns, glaube ich, alle so ziemlich interessiert, die Podiumsdiskussion, ne, mit den Entwicklungsstrategien von Linux und der Open Source Welt. Da haben wir auch ein paar tolle Gäste eingeladen. Aber da kommen wir noch mal gleich dazu. Ansonsten, Lars, was für Vorträge haben wir denn sonst noch so da? Wir haben eine ganze Menge im Angebot heute. Natürlich so ein bisschen auch der Blick darauf, die Anfänger so ein bisschen abzuholen. Das ist immer das, was mich so ein bisschen auch freut. Ich habe zum Beispiel gesehen um 17:20 Uhr, wie kocht man sich sein eigenes Open Source Event? Finde ich total toll, solche Sachen dann auch zu zeigen, vor allem. Viele wollen, aber manche trauen sich halt eben nicht. Ne? Richtig. Und der Aufwand, der dahinter steckt, ne, wissen wir beide mehr als gut. Ne? Der ist natürlich dann auch schon da, ne? Aber mit den heutigen Möglichkeiten hält es sich dann auch immer noch im Rahmen. Vor allem in einem Rahmen, den man mit ein bisschen Technikverständnis dann auch ohne weiteres stemmen kann. Ja? Und als zweites habe ich mir für heute auch schon aufgeschrieben, ist diese ganze Geschichte um Backups. Ja, das ist ja auch immer so ein Thema, wo, glaube ich, jeder mit zu kämpfen hat. Der eine so, der andere so. Ja, jeder hat da immer so seinen eigenen Weg und seine Königsdisziplin. Aber so den richtigen Weg, ne? Es ist ja immer so, ne? Es ist der Weg, der letztendlich zum Ziel führt. Ne? Es gibt da, glaube ich, niemals das, wo man sagt, ich habe es gefunden. Sean, worauf freust du dich? Boah, unglaublich. Ja, eigentlich auf so ziemlich viel. Jetzt am Anfang wirklich auf die Podiumsdiskussion, weil das auch was komplett Neues ist für uns. Und das wird, denke ich, eine richtig, richtig coole Sache. Ansonsten freue ich mich aber auch über die Vorträge beispielsweise oder Workshops, besser gesagt, wie man mit Kdenlive Live beispielsweise startet, Videoschnitt und so weiter. Aber auch mit Inkscape, wie man richtig Logos erstellt in der Hinsicht, wie man SVG-Grafiken erstellt. Das sind auf jeden Fall auch heute meine Highlights und noch viele, viele weitere. Wir haben heute OpenSUSE dabei im Alltag. Metas Fresh haben wir einmal dabei, was dann so ein bisschen in die Unternehmensrichtung auch mal geht, weil wir auch tatsächlich in der Open Source Welt nicht nur alles frei und hast du nicht gesehen, ach, da hat jemand irgendwas schön Nettes zusammengeschustert. Nee, das geht auch richtig ins Professionelle rein. Ich denke, das werden wir jetzt auch in der Podiumsdiskussion sehen. Auch Michel Franken wird dabei sein mit einem Video extra für uns und zwar Debian, Stable Testing oder Unstable. Ne? Was sollte man eigentlich verwenden? Was sind die Unterschiede? Und wenn ihr nicht mal wisst, was Stable Testing oder Unstable ist, ist es auch gar kein Problem. Ja, wir haben ein sehr, sehr buntes Programm. Für jeden müsste was dabei sein. Heute haben wir mehr so ein bisschen, ich sag mal, die Casual-Themen in der Regel jedenfalls. Und morgen geht es ein bisschen, manchmal doch ein bisschen mehr ins Technische rein. Also ein bisschen Serveradministration. Eigene Projekte haben wir. Ich muss mal schauen, wo ich meine Vortragsliste für morgen habe. Ne? Was haben wir denn da rein? Ich schaue einfach nur mal so rein. Grammophon, hat jemand ein Videotelefon selber gebaut? Aber auch beispielsweise X2Go, so ein Client, womit du dann dich, ja, ich sag mal, draufschalten kannst von außen. Aber beispielsweise auch Talks haben wir dabei, wie beispielsweise, wie man den Server richtig absichern kann. Ne? Da wird dann Hauke, Micha und ich gemeinsam darüber diskutieren. Und ihr seid natürlich auch immer herzlich willkommen, mitzudiskutieren, Meinungen in den Chat zu schreiben.
Und das ist auf jeden Fall, ja, ich sag mal, auf jeden Fall wichtig, dass hier nur nicht die Leute reden, die jetzt hier irgendwie zu sehen sind im Stream, sondern ihr könnt auch fast immer mitdiskutieren, schreibt es in die Chats, unsere Betreuer sehen das, stellen die Fragen dann auch den Vortragenden. Allerdings, wenn ihr auch speziellere Fragen habt, dann seht ihr im Programm, ne, was ihr unter anderem auf tuxtage.de/Programm anschauen könnt, verschiedene Links unten mal. Die sind manchmal nicht ganz so gut gekennzeichnet, die sind gefühlt in der gleichen Schriftart. Aber dann steht da irgendwie Fragenraum oder sowas. Wenn da ein Fragenraum an dem Vortragspunkt steht, dann könnt ihr in Anschluss an den Vortrag in diesen Raum gehen, wo der Vortragende dann auch nochmal sein wird und ihr dann ja direkt mit diesem Vortragenden nochmal ins Gespräch kommen könnt, bestimmte spezielle Fragen stellen könnt oder vielleicht auch nur quatschen könnt. Ja, ansonsten haben wir auch noch das Work-Adventure. Warst du schon mal in einem Work-Adventure, Lars? Nee, du, da muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, da bin ich raus an dieser Stelle. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Also ein Work-Adventure, für alle Leute, die das nicht wissen, ist so eine kleine virtuelle Welt. Ah, warte mal, erstmal ganz kurz. Ich muss ganz kurz unterbrechen, wir haben gerade ganz schön die Tasse in der Hand gehabt. Ja, das ist die Tasse dieses Jahr. Tuxtage Special Edition, seht ihr hier. Ich hoffe, die Kamera zeigt es richtig rum. Bei mir ist es gerade falsch rum. Und ja, wie auch letztes Jahr schmeckt hier der Tee besonders gut raus. Und es gibt an verschiedenen Stellen tatsächlich noch Tassen zu gewinnen. Ja, passt einfach mal auf während den Tuxtagen. Wir verlosen noch ein paar, beziehungsweise, ja, ihr müsst natürlich immer was tun dafür. Aber ja, so ein bisschen ja, Easter Egg-mäßig haben wir ein paar Tuxtage-Tassen in dem Programm oder jedenfalls in den Tuxtagen versteckt. Müsst ihr vielleicht ein bisschen aufpassen. Ansonsten ja, bedanken wir uns auch erstmal herzlich an allen, die beispielsweise auch schon für die Tuxtage geworben haben. Da haben wir ja gesagt, wir verlosen 3 Tassen. Haben sich auch tatsächlich viele gemeldet. Beispielsweise war man dann an so einem Auto hinten dran, wo links daneben so eine Feuerwehreinladung ist, so zum Feuerwehrfest. So nach dem Motto, ja, richtig Gas geben, Stoff und so weiter und absolut saufen. Und daneben erstmal Tuxtage. Ich fand das klasse, das Bild. ja, da bedanken wir uns auf jeden Fall auch. Das werden wir auch noch verlosen. Und ja, wir haben so viel. Ich habe schon fast gedacht, ja, fuck, 10 Minuten, ja, das ist ja ganz schön lange, aber wir sind jetzt schon bei 7 Minuten. So sieht das aus. Aber schon, ich habe noch eine ganz wichtige Sache. Ja. Stell dich erstmal vor, ne? Du hast jetzt viel erzählt, aber so ein bisschen zu sagen, dass du der Sean bist, wissen wir jetzt alles. Was machst du eigentlich so? Wie bist du dazu gekommen? Ich denke mal, in einem kurzen Steckbrief kriegen wir das hin. Boah, was mache ich? Ja, ich bin Informatikstudent am Ende. Also ja, bin seit, ich weiß nicht, seit 2013 in der Linux-Welt so richtig. Und seit 2015 mache ich eben den YouTube-Kanal Linux Guides, wo ich dann wöchentlich so ein paar Videos hochlade rund um, ich sag mal, ja, Linux und so weiter, wo man dann verschiedene, ich sag mal, Praktiken lernt. Was ist es mit dem Virenschutz auf sich? Wie aktualisiert man sein System richtig? Oder wie macht man richtig Backups, was ich auch heute nochmal präsentieren werde? Solche Sachen. Und genau, ja, habe die Tuxtage vor einem Jahr ins Leben gerufen. Und da ja, ist auf jeden Fall, ich sag mal, ja, schon eine tolle Sache, hier das wieder machen zu dürfen. Und ja, ich weiß jetzt zwar, beziehungsweise ich hoffe, ihr wisst jetzt, wer der Jean ist, aber wer ist denn der Lars? Genau, der Lars. Der Lars ist der zweite Moderator hier. Wir teilen uns die Arbeit hier immer so ein bisschen auf. Wir haben an manchen Tagen auch 2 Sachen parallel laufen, wo das dann auch anders nicht geht. Das ist dann also auch so. Ich war im letzten Jahr schon mit dabei. Ich beschäftige mich sehr lange schon mit Linux. Ich bin, glaube ich, seit 1996 mit dabei. Ich habe damals mit SUSE angefangen, das passt heute auch hervorragend zum Thema. Ich habe immer noch die alten Bücher, früher wurden sie mit Büchern, die Älteren erinnern sich, Bücher mit CDs wurden sie noch verschickt. Ansonsten beschäftige ich mich mit der IT aus der Programmierung, aber auch Servertechnologien, Python, Nginx, IP-Tables, Mail-Server, wie sie alle heißen, aber so ein bisschen mit Blick auf die Uhr. Selbstverständlich haben wir jetzt gleich sofort den ersten Vortrag. Sean, was haben wir denn jetzt als nächstes? Glaube ich, als erstes haben wir eine ganz kurze Werbepartnervorstellung. Genau, ja. Diese Veranstaltung wäre nicht möglich und ohne unsere Sponsoren. Und den ersten wollen wir euch heute auch vorstellen. Das ist hosting.de. Und ich würde sagen, Film ab, wenn die Regie soweit ist. Speicher deine schönsten Erinnerungen in deiner eigenen Cloud aus Deutschland.
So kannst du dir sicher sein, dass die Fotos deiner Liebsten nicht in falsche Hände geraten. Besuche hosting.de und erstelle dir jetzt deine eigene kostenlose Managed Nextcloud mit 1 GB Speicherplatz. Ja, das ist hosting.de gewesen und weil wir jetzt schon überziehen, würde ich sagen, schicken wir euch direkt in den ersten Vortrag. Das ist so eine Einleitung für die Podiumsdiskussion. Wo stehen wir heute in Linux eigentlich, ne? In 30 Jahren? Ist viel passiert und ja, die Regie wechselt hoffentlich gerade schon das Video und wunderbar. Im Anschluss gibt es dann die Podiumsdiskussion direkt darauf. Wird eine tolle Diskussion. Ich freue mich drauf und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Vortrag.